Okay. Stärketrank, ja, ist cool. Alte Block in Höhe des Abwurfstapels. Zufällige Macht auf die Hand, diese kostet den Zug 0 erschöpft. Mächte sind cool. Das war nicht zufällig plus, oder? Rauschen plus doch. Fragekarte. Okay. Lohnt sich jetzt nicht mehr so stark. Oh, ihr. Oh, ihr tut mir leid. Oh, ihr tut mir leid. Oh, Mann, ihr tut mir leid. 19 Block. Sturm. Sturm. Leider kostet Genalgorithmus immer noch was. Und dann schlage ich dich, weil du hast die meisten Leben. Ich werde mich... Ach, gratis verteidigen. Ist gratis. Bam, bam, bam. Kann ich eigentlich vor dem letzten Kampf, weil vor dem Boss mit der Rauchbombe fliehen? Ihr wisst nicht, wovon ich rede, wenn ihr nur bei mir guckt. Aber es wird jetzt alles interessant ansammeln. Alles klar. Donnerschlag 2x7. Ist jetzt leider nicht so gut wie sonst. Glocken, Glocken. Der nimmt meinen ganzen Block weg. Okay. Ich glaube, ich will die 12 Block. Das ist mein Donnerschlag. Schlage ich dich nochmal. Schade, er hat überlebt. Ja, ein bisschen Damage kriege ich jetzt. Selbstreparatur wäre natürlich nett. Doppelte Energie. Kühler Kopf. Vielleicht kriege ich was teureres, was ich mir mit der Macht wegmachen kann. Defragmentieren. Schleife. Kälte. Einbruch. Elektrodynamik. Und ne. Defragmentieren. Habe ich jetzt leider nicht mehr geheilt. Das ist aber okay. Was gibt es denn ausgeglichen? Behalte deine Hand in diesem Zug. 10 Block, 2 Frost. Ich glaube, ich nehme einfach das. Weil Frost ist mittlerweile besser. Ich will das Relikt. Als andere Dinge. Du bist gefährlich, aber du hast so viel Schaden. Einfach von einfach. Oh. Verstärken Sturm, Sturm. Okay. Gar kein Problem. Und ich habe noch keinen Fokus. Genalgorithmus. Und dann V auf die Fresse. Batz. Zack, 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 zack. Wenn ich jetzt noch mein Schild behalten könnte. Mit irgendeinem Relikt. Dann wäre ich, glaube ich, okay. Wir defragmentieren. Wir defragmentieren. Wir bräuchten irgendeine Karte, die x-mal Schaden macht. Weil wir stauen Energie auf wie blöd. Wir erhöhen unsere Kapazität. Also ich habe 4 Gewitter. Dann kommt die Schleife. Bam, 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 bam. Bam. Oh Mann, ich bin böse. Ich glaube, ich tue ihm weh. 3. Ja. Oh nein, ich bin schwach. Whatever shall I do? Oh cool! Oh, ich hätte erst ansammeln sollen. Oh cool, Blätter. Hm. Ah, das reicht nicht. Das ist jetzt traurig. Ich wollte das Gold. Egal, viel Spaß und Tod. Orichalkos. Kann man mal mitnehmen. Das ist nicht das allerbeste. Immer wenn du eine Macht ausspielst, zieh 2 Karten. Oh ja! Das ist das letzte Puzzlestück zur absoluten OP-Ness. OP-Ness. Dann werde ich nicht mehr Elektrodynamik verbessern. Wo ist denn das? Das war schon verbessert. Weißt du was, dann lass mich Donnerschlag verbessern. Die 2 Schaden mehr könnten absolut alles reißen. Voll aufs Maul. Der Timelord ärgert mich, weil immer wenn du 12 Karten spielst,
beendet er einfach deinen Zug, weil er ein mieser Penner ist. Sturm, Sturm. Defragmentieren. Gletscher. Brauche ich verteidigen? Nein, also spiele ich es nicht. Die mache ich fertig, mein Freund. Dieses Mal machst du mich nicht tot. Das ist der schwerste Boss der dritten Ebene, glaube ich. Weil der beendet deinen Zug und dann tut er dir weh. Wir verdoppeln unsere Energie. Dann haben wir das schon mal. Defragmentieren natürlich. Boom, boom. Lass mal sehen. 21 machst du mir. Was heißt, ich mache gerade den hier? Dann greife ich dich an, weil die Energie habe ich und 20 Schaden sind nicht schlecht. Doppelentladung mache ich nicht. Den will ich erstmal behalten. Weil wenn der Freund anfängt, Damage zu machen, dann hast du ein Problem. Wie immer, Stacheln wären schön, aber das wäre auch nur noch so ein Minimalding. Donnerschlag, Rauschen, er hat eine zufällige Macht auf die Hand. Ja, hallo Welt. Zufällige gewöhnliche Karte. Nicht mein Liebchen, aber was soll man machen? Chaos. Blitz. Oh nein! Upsi. Darauf habe ich jetzt vielleicht nicht geachtet. Rekursion. 28 Damage. Wärmetauscher. Ich würde gerne nochmal die 28 Damage durchbekommen, deswegen mache ich die Spaltung danach. Defragmentieren. Selbstreparatur ist theoretisch Damage, aber erstmal entladen wir jetzt. Kriegen Verstärken. Ansammeln bringt mir gerade nichts. Wir verstärken die Selbstreparatur. Können deswegen nochmal doppelt defragmentieren. Was tötet dich jetzt am ehesten? Ich will das hier tatsächlich einsetzen. Das heißt, wir können noch eine Karte einsetzen. Erschaffe zwei Blitze. Und weil es eine Macht ist, erschaffe mir nochmal zwei Blitze. Das reicht. Oh, habe ich nicht noch stärker gemacht. Tut mir jetzt aber leid. Und wir kommen fast voll geheilt raus. Okay, hallo Herzchen. Baboom, baboom. Eine tief pulsierende Bedrohung ist im ganzen Raum zu spüren. Ist dies das Herz des Feuers, die Quelle des Bösen? Du lässt deinen Kern bis zum Maximum auf und furzt ihm ins Gesicht. Ja! Da, 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 da! Hast du gut gemacht. Termideffekt. Du verursachst ganz viel Schaden, das Herz windet sich und blutet, doch es schlägt letztendlich noch immer. Reichen deine mächtigsten Angriffe nicht aus. Du fragst dich, war ich früher schon mal hier? Das Herz pulsiert lauter und lauter, während du dein Bewusstsein zu schwinden beginnt. Ein plötzlicher Energieschub strömt aus dem Inneren deines Anus und schreckt dich auf. Das tut weh. Das Herz entflieht aufwärts. Eine große Tür erscheint an seiner Stelle. Und deswegen haben wir jetzt die Schlüssel gesammelt. Den roten bekommst du immer am Bonfire. Die anderen findest du. Ich glaube, einen kannst du nur nach dem Kampf finden, den anderen nur in Truhen. Da weiß ich nicht so genau. Was heißt, du musst tatsächlich immer auf deinem Weg achten, will ich alle Schlüssel haben. Was ganz nett ist. Und jetzt kommt die letzte Ebene. Wir können ein letztes Mal eine Karte verbessern. Und das wird... Genalgorithmus bringt es einfach nicht mehr. Schleife. Ich glaube, Schleife wäre cool, sonst... Ja, Schleife wäre cool. Schleife wäre cool. Selbstreparatur brauchen wir so gut wie nicht mehr. Hoffe ich. Wir werden versuchen, bei diesem Elite-Kampf Bosskämpfe ausgenommen. Ist es kein Bosskampf? Taktische Entladung. Geh mal weg. Immer wenn ungeblendeten Angriffsschaden erleidest, erhalte einen Blitz. Oh, das ist sehr gut für den letzten Kampf. Oh, das ist perfekt für den letzten Kampf. Dann können wir noch einen Blocktrank holen. Stärketrank, Fertigkeitstrank. Wir holen noch einen Blocktrank. Fertigkeitstrank. Cool, Freund. So, der Kampf ist ganz interessant, weil der hat die Mechanik, du bist umzingelt. Und je nachdem, zu welchem Gegner du dich mit einem Angriff drehst, dementsprechend kriegt er seinen Hinterhaltbonus nicht mehr. Der macht jetzt 50% mehr Schaden. Oh Gott, ich bin noch gut im Rechnen. Was heißt, wahrscheinlich hatte er... Er macht 12 Schaden und kriegt nochmal 50% dazu. Also die Hälfte, 6, kommt auf 18. Das war tatsächlich gut. Wenn ich jetzt bei dem mache, er macht... Strategisch, dieser negativen Effekt auf dich und
irgendwie 5 Schaden anzugreifen. Das heißt, wenn ich mich da wegdrehe, kriegt er nochmal 2 Schaden. Also macht er 7 mal 2. Das heißt, ich müsste mich jetzt umdrehen, weil er macht 6 Schaden durch den Bonus und er macht 4 Schaden extra durch den Bonus. Oder wir werfen eine Rauchbombe. Ich bin umzingelt. Ich darf keine Rauchbombe mehr werfen. Vielleicht bis einer tot ist. Wir werden doppelte Energie einsetzen. Sturm, Sturm. Hui! Okay. Wir schaffen einen Frost und ziehen eine Karte. Schleife. Wir haben gesagt, wir wollen ihn ärgern. Weil wir dadurch weniger Schaden bekommen. Dann boxen wir ihn. Und dann benutzen wir den Blocktrank, weil je weniger Schaden wir hier nehmen. Wobei. In dem Kampf kann ich halt noch Ding verwenden, meine Selbstreparatur. Kann ich im nächsten Kampf nicht mehr, weil das schon der letzte Kampf ist. Das wird vielleicht das zweite Mal, dass ich den letzten Boss besiege. Okay, taktische Entladung, Kapazität fragmentieren, alles geil. Wir spalten erstmal. Wir müssen uns am besten Fall zu ihm umdrehen. Oh, defragmentieren, sehr schön. Kapazität. Taktische Entladung. Blitz. Die aufs Maul geben. Verteidigen. Aber ich habe jetzt nicht gewittert, dass alle trifft. Doch, 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 doch. Nein. Nein. Ich hoffe, er wird dreimal getroffen. Müsste aber. Guck mal. Und der entladet sich zweimal. Ja. Los. Okay. Mir ging zwar jetzt wieder Schaden, was mich nicht happy, happy, happy macht. Ich krieg nicht meine Heilung. Naja. Traurig. Traurig, er stirbt jetzt. Donnerschlag. Da. Oh, Steinkalender ist gut. Am Ende deines siebten Zuges 52 Schaden. Das ist nett. Ziehe 3 Karten. Ich glaube, das ist mittlerweile echt gut. Einfach nur Karten ziehen. Weil ich habe unendlich Energie. Hallo, Freund. Okay. Das ist alles sehr gut. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Karte spiele, kriege ich einen Schaden durch Pochen des Todes. Allerdings jedes Mal, wenn ich ungeblockten Schaden bekomme, erschaffe ich einen Blitz, sobald ich taktische Entladung gespielt habe. Doppelte Energie. Sturm, Sturm. Defragmentieren. Taktische Entladung. Und er greift mich nicht an. Mich einen Fertigkeitstrank ziehen. Abschöpfen. Oder spalten. Spalten klingt geiler. Weil dann kriege ich nochmal Energie dazu. Ansammeln. Blitz. Doppelentladung? Bin ich mir noch unsicher, weil es nicht perfekt war. Und wir haben nicht mal Schaden bekommen. So, ich kriege jetzt ganz viel Bullshit. Die Leere ist geil, verliere eine Energie. Pff, okay. Wenn es sein muss, wenn du das sagst, abschöpfen. Er ist nicht so viel gebracht. Müsste ich nicht? Wenn du ungeblockten Angriffsschaden erhältst. Oh. Er haut mich jetzt für 3x12. Wir spielen verteidigen. Kann ich? Nee, ist ein Bosskampf. Wir greifen schon 7-mal damit an. Na, und das verschleimt noch weg. Was heißt, wir erschaffen jetzt zumindest Blitze. Lol, das waren einzelne Schaden. Okay, 60 Schaden. Das hätte ich gerne nicht. Defragmentieren. Das muss ich jetzt irgendwie blocken.
glaube, das schaffen wir knapp. Wir kriegen noch einen Blitz. Das ist das Gefühl. Der ist echt stark, dieses scheiß Herz, ey. Was ist eigentlich das da? Kann diese Runde nur noch 300 weitere TP verlieren? Du kannst sie also gar nicht mal one-hitten. So, in dieser Runde müssen wir nicht sterben. Vorausgesetzt, ich verkacke nicht, indem ich zu viel Karten spiele und mich selber verletze. Kälteeinbruch. Zwei zufällige Orbs erschaffen. Arm der Gier. Schlag. Ich habe kaum mehr KP. Oh Gott, mit Orichalcum ist ja richtig nice. Stärke und Artefakt. Artefakt ist mir egal. Die Stärke ist es, die weh tut. Ich will erstmal das hier. 4×12. Ich kann mich nicht weiter verteidigen. Jetzt könnte ich mich weiter verteidigen. Schwacher gegen Algorithmus. Er hat eine Macht auf die Hand. Cool. Kreative KI. Erschaffe einen Frost, ziehe zwei Karten. Ups, Alter, mein Hand ist vor. Oh, ich hatte Verstärken. Darauf habe ich nicht geachtet. Er hat jetzt den Block, erschaffe zwei Frost. Okay. Jetzt. Alles verteidigen, was ich kann. Oh, und wir blocken wesentlich mehr, als ich muss. Das heißt, ich kann jetzt noch zuhauen. Prügeln. 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 Oh, warte, 4×12. Ah, ich habe noch meine drei Frosties. Zack, zack, zack. So, okay. Ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile auf einem guten Punkt. Verzerrter Fokus. Habe ich ja jetzt nicht so gern. Ich hätte erstmal ein bisschen Block, dass ich mich selber wehtue, wenn ich abschöpfe. Wie viel macht da noch? 33×9! Hab gewonnen. Okay. Aua. Ich habe ihn besiegt. Wobei es noch knapper war als mit der Stillen. Mit der Stillen hatte ich einfach Katalysator und Todewahrer. Feuerball! Guck mal, peng, peng. So habe ich nicht gekämpft. Ich habe meine Orbs alles machen lassen. War geil, wie er da hochklettert. Die Stille hatte da so ein Seil und der macht einfach einen Jedi-Trick. Ich weiß nicht. Ah. Geil wär's, wenn irgendwo eine 2 erscheint. Das war auch schön. Ich hab's geschafft, Kinders. Weiter, ich hab gewonnen. Beta-Kartenbilder, das Defekte freischalten. Keine Ahnung, was das heißt. Oh! Falls du im letzten Zug TP verloren hast, löst du zu Beginn deines Zuges den passiven Effekt aller Orbs aus. Das kann nett sein. Erschaffe zu Beginn jedes Kampfes einen Schatten. Auch nett. Und die Festplatte natürlich. Schatten zu Beginn erstellen ist halt. Was ist das? War jetzt cool? Ja, jetzt kommt Abspann. Den gucken wir uns nicht an. Jetzt kommt nämlich noch die letzte Szene. Das ist wahrscheinlich der Wal. Was nun ist es endlich geschehen? Weil der hatte auch 6 Augen. Der war bei dem man am Anfang die Karten umtauschen kann oder so. Der Spire schläft. Und das werde auch ich. Bye bye. Da war ein nicer Run. Bin richtig glücklich. Und jetzt wisst ihr, warum der kleine Defekti-Tem hier der allercoolste ist. Falls es dir gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, Kommentar abonnieren, Discord-Link in der Beschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werde ich schon mit dem Urlaub fertig sein und ich weiß gar nicht, wie ich dafür einen Run nehme. Eisenmann? Die Stille? Keine Ahnung. Tem ist raus bis dahin. Und tschüss.